Den habe ich auch schon gescannt. Ach guck, da fliegt noch einer. Ich glaube, ich muss echt schon lange nicht mehr. Ey, Ressourcen. Nachladen. Ich habe noch volle Gesundheit. Naja, gut. Abfahrtiere. Und das, wo ich hin wollte, ja. Der Schreier hier. Alles schon gescannt, ja? Die Pflanzen hier kann ich nicht scannen, ja? Das sieht so ungescannt aus. Das ist gescannt. Eins, zwei. Drüben. Ich überlege gerade, ob ich da unten schon war, aber bin ich es auch nur stehen. Ein nahes Geheimnis. Wo könnte sich das bloß verstecken? Wahrscheinlich irgendwo unten. Erstmal. Haben die sich hier mit dem Blobber voll, ne? Okay, 62 Meter da drüben ist was. Und das klingt schon fast nach Magenfeld. Ach, guck mal, wenn ich die fütter, dann ist die Tür offen. Okay. Wir sind nicht in der Gletscherspalte der Ruhe. Klingt schon mal, wow. Seltsam. It's a cracked wall. I mean, come on. Do I have to spell out what you need to do here? Nicht wirklich. Kann ich die echt nicht scannen? Das sind keine Lebewesen. Okay, ich werde jetzt erstmal den nächsten da füttern. Eigentlich irgendwie ist das doch schon ein bisschen übel. Echt nichts, okay. Wie kriege ich die da aufgepackt? Nicht mit dem. Ich möchte da gar nicht runterspringen, danke. Oh, guck mal. Oh.
vergessen, was das war. Wie dem auch sei. Na, das Geheimnis, ich weiß. Ich mach das später. Ich drücke erstmal Z, wo ich hin muss, und freue mich, dass ich dahin muss. Und da ich hier gerade die Tür geöffnet habe, gehe ich hier einfach mal weiter. Ist doch eine Cracked Wall. Wahrscheinlich irgendwas, was explodiert. Und. Ist noch mal so ein gelbes Dings. Immer noch besser als dieses lila Schleim, den wir im Werbespot gesehen haben. Green. Wie oft muss ich den dann noch was füttern? Ich krieg das mal nicht mehr hin. Ist das das, was ich vorhin gesehen habe, oder ist das was anderes? Müsste ein anderer sein. Aber hier? Nix. Auch nicht gut. Okay, der ist gefüttert. Da kommen wir durch. Noch so ein oranges Dings. Und wieder mehr Gesundheit. Okay, so, even more good news. Those tumors that improved your stamina and replaced your bones, they've spread to the musculature of your lower body, which gives you rock-hard glutes. You should be psyched. Let's go. Ich habe lange nicht mehr das Nachladen gehört. Okay. Aber ich beschieße dich jetzt nicht, weil das hilft mir eh nicht. Warte, habe ich eine Karte? Nö. Mein Weg führt mich jetzt immer noch weiter nach oben, aber ich habe keine Ahnung, warum, wie ich da hinkomme. Dafür habe ich hier diese Bomber-Dinger. Egal, ich gehe jetzt mal hier hin. Vielleicht gibt es ja hier wirklich einen neuen Teleporter. Okay, der schießt mit irgendwas zu den Seiten. Alles klar. Der auch. This meteor arrived a few years before we did. Ja. Mit einer schönen Lande. Tour. Noch kann ich ihn nicht scannen. Reicht der Abstand? Nicht so wirklich. Einige Kreaturen können nur durch Nachkampf Takedown verletzt werden. Es kann sein, dass du dich dafür anschleichen musst. Ich würde ihn gerne scannen. Oh, it's shy. Agro-Sprosse, okay. Schüchtern.
Oh. Die explodieren jetzt alle. Just remember you did your best. It wasn't very good, but it was your best. Hey, buddy. So, you died, and I made a clone of you that shares your memories. Listen, just don't overthink this. Our bioprinting is accurate to 99.1%. So, as long as you don't die 49 more times, it's all good. Und zum Dank kriege ich erstmal voll Dröhnung Werbung, ja? Okay, tschüss. Meteoritenkrater. Wenigstens habe ich kurz vorher. Ambient temperature 112 degrees, Bioscience nominal. Ich hole mir jetzt mal die Reste zurück. Was meinen Sie, das die Dinger? Okay. Dann lege ich meine Beute doch mal kurz in das Habitat und komme dann wieder her. You can craft an upgrade, if you wanna. Oder ich crafte erstmal ein Upgrade, wenn ich möchte. Ja. Upgrade complete. Nehmen wir alles mit, was wir kriegen können. Besser ist besser. Und wieder hier hin. Ambient temperature 92 degrees. Bioscience nominal. Und was seid ihr? Kaktusnuss. Wie eine Cashew. Du wusstest sicher nicht, dass Cashewnüsse aus großen hässlichen Gebüschen wachsen. Secondary bonus of your lovely new jetpack is that you can use it horizontally to dodge a creature such as this one, who might seem a little aggressive. Wie ich das voll nicht drauf habe. Dann kommen jetzt zwei, okay. Thank you.
lauter Sachen. Ich habe hier gerade eine komische Kugel gesehen. I can start the repairs and unlock the first set of upgrades for your stuff. Ja, Sekunde, was? Okay, aber meine Mission war immer noch, achso, jetzt muss ich hier dieses Ding zum zurückbringen, okay. Schön, wie dezent hoch wir hier sind. Und schön, dass irgendwelche Dinger hier sich dort auskotzen. Und wieder zum Javelin zurück und dann ausrüsten und dann wieder herkommen. Nachrichten. Aufregende Ferien. Von X-Reality Tours. Du möchtest unbedingt auf der düsteren Plackerei deines Alltags entfliehen, findest aber kaum Zeit, um darüber nachzudenken, wie gelangweilt du bist. Wer kennt das nicht? Astro Set, eine schnöde, vorhersehbare und überwiegend langweilige Person zu sein, aber fehlt dir das Geld, um einmal in deinem traurigen, erbärmlichen Leben Spaß zu haben? Hast du jemals davon geträumt, durch das üppige Laub des Amazonas zu wandern, den Nebel der Niagara auf deinem Gesicht zu spüren oder durch die leuchtenden Farben des Great Barrier Reefs zu schwimmen? Um sich daran zu erinnern, dass solche Wunder entweder in Flammen aufgehen oder längst versunken sind, aufgegangen oder längst versunken sind, lass dich von X-Reality-Tours entführen, indem du deinen Traumurlaub direkt in deinem Gehirn spritzen lässt. Perfektes Wetter genießen, unmögliche Ziele besuchen, interessant sein. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Für kurze Zeit bieten wir 50% Rabatt auf unser Platin-Freundschaftspaket. Simuliere echte Freunde und tauche ganz in die wilde Fantasie ein, dass sie Menschen mögen und ihre Gesellschaft genießen. Was für ein Haufen. Jetzt habe ich dafür nicht genug Ressourcen. Nicht genügend Ressourcen. Auch nicht genügend Ressourcen. Also muss ich nochmal Ressourcen sammeln. Check. Termitenkrater. Now that the repairs are underway, let's start exploring. As stated in the Employee Handbook Section 23498YA, you must catalog the flora and fauna of this planet, explore it in its entirety, and report back on its potential suitability for human settlement. At this point, we are unsure of the specific obstacles you will face, but the more data you provide to Kindred through your scanning tools, the more appropriate blueprints we'll be able to send you. On behalf of everyone in Kindred, both biological and autonomous, we wish you good luck. Danke, und ich gehe jetzt aus. The cartographers have identified a series of very unusual structures at the core of this planet. While our earlier data indicated a rogue planet, this now appears to be incorrect. This is a radical mission-altering discovery, and while you must continue to catalog the planet, Kindred requests that you pay extra attention to anything that appears unnatural or constructed. I have placed a marker at a point of particular interest to our scientists. Ich komme nicht mehr aus. Okay, erkunde den Turm.
Da ganz hinten. Ich werde jetzt trotzdem den hier erstmal scannen. Kotze. So. Teleportiere ich mich jetzt zu dem anderen Standpunkt oder ja? Und fragen die Kristalle. Mal gucken, ob ich da näher dran bin. Ja, 31 Meter. You're gonna have to climb that crystal formation. If you had a grapple, it'd be a piece of piss. Cake! Oh, my vocabulary database got scrambled in the, No, I meant cake. It'd be a piece of cake. Ja. Ich gehe hier nicht in die Höhle rein, ich gehe außen rum. Guck. Für die Ressourcen. Aber hier waren keine. Und da die Dinger hier mich nerven irgendwie. We find what appears to be an alien feces and your first instinct is to just pick it right up. I mean, I think we could use it as a sort of natural adhesive, so I guess we're flinging poop now? Yeah. Oh, guck mal. Wo ist denn der Schleim? Aber da komme ich nur mit dem Grappling Hook hin, den ich noch nicht habe.